So, heute wollen wir eine neue Art von Videos vorstellen. Viele Videos bei uns sind ja relativ lang, 7 bis fast 15 Minuten. Und jetzt wollen wir auch mal versuchen, ob wir nicht kurz und verbindlich sein können. Wir werden das gleich erklären, was wir darunter verstehen. Und wir bringen das dann gleich an einem Beispiel, ziehen wir das durch, nämlich fiktional oder literarisch. Was ist das eigentlich? Und das zeigen wir am Beispiel von Liebesbrief und Liebesgedicht. So, zunächst also, was wir darunter verstehen, ne? Kurz, wie gesagt, 3 bis 5 Minuten. Das kann sein, dass wir das jetzt beim ersten Mal noch nicht so genau schaffen. Das wollen wir uns aber vornehmen. Verbindlich heißt natürlich nicht rechtlich gesehen. Wir können auch Fehler machen und darum werden wir grundsätzlich immer darauf hinweisen, dass man selbst nachdenken sollte und eventuell auch selbst recherchieren. Verbindlich heißt für uns einmal nach innen, was die Sache angeht. Es soll systematisch sein, vernünftig aufgebaut. Verbindlich heißt dann auch fest im Kopf verankert. Ne? Am Ende soll man ja ein bisschen schlauer sein, das auch im Kopf haben. Und verbindlich auch nach außen, und das heißt eben Querbeziehungen zu anderen Bereichen. Und darunter verstehen wir vor allen Dingen, dass wir versuchen, Dinge auf uns heute zu beziehen und auf den Alltag. Und das haben wir hier einfach in einem kleinen Schaubild dann mal deutlich gemacht. Ne? Hier ist der Typ, ne? Das werden wir dann sein, die einfach mal so in einer Wolke sagen, ich glaube, ich habe es verstanden. Und dann gibt es Leute, die sagen dann lass mal sehen. Ja. Da haben wir die Elemente nochmal kurz, ne? Das Video hier und dann eben nicht rechtlich verbindlich, aber nach innen, außen und im Kopf. Wichtig ist vor allen Dingen für uns auch, dass es dann zu einem Austausch kommen kann, denn gemeinsam wird man klüger und darum freuen wir uns natürlich auch, wenn Kommentare mit Fragen oder auch Anmerkungen entsprechend reingehen. Gestellt werden. So, wir fangen jetzt mal an mit dem Beispiel, was ist eigentlich fiktional oder literarisch? Wir sind ja immer der Meinung, eigentlich am besten versteht man, was eine Sache ist, wenn man es abgrenzt, also Klärung durch Abgrenzung. Definition heißt ja auch, da steckt fines Grenze drin. Man stellt eine Grenze fest zwischen, ja nun was denn überhaupt? Und zwar die Welt der Texte hat zwei Bereiche, nämlich einmal Sachtexte und fiktionale oder literarische Texte. Sachtexte ganz kurz, darauf gehen wir separat nochmal ein. Das sind Texte, die nicht sachlich sein müssen, sondern sich auf einen Sachverhalt beziehen und in ihm eine Funktion haben. Zum Beispiel ein Liebesbrief oder eine SMS, mit der man sich entschuldigt bei dem Partner. Hi, tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich war mal wieder zu schnell mit meinen Sprüchen. Könnten wir das vielleicht heute Abend beim Italiener ganz langsam klären, bitte? Und richtet sich nur an bestimmte Leute, und in dem Fall ist es auch äußerst peinlich, ne? Wenn dann das plötzlich, ne, irgendwo gefunden wird und in der Zeitung steht oder so etwas. Interessant auch, diese Sachtexte verlieren immer ihre Funktion, wenn der Sachverhalt vorbei ist, ne? Wenn diese Partnerschaft, ne, was Gott verhüten möge, dann zu Ende ist, dann werden möglicherweise auch diese SMS gelöscht, ne? Die Briefe oder Zettelchen, die werden dann vernichtet, weil man gar nicht mit dran erinnert werden möchte. Auf jeden Fall hat das keine Funktion mehr, weil diese besondere Situation, die ist ja dann vorbei. Und da gibt es jetzt, ne, die fiktionalen, die ausgedachten Texte, die nennt man auch literarische Texte. Man spricht von der schönen Literatur, Belletristik. Schön deshalb, weil man damit rumspielen kann. Da soll man eher Spaß dran haben. Da wird nämlich eine eigene Welt geschaffen, da denkt jemand sich etwas aus. Natürlich aus Elementen des Vorhandenen. Ja, es gibt wohl kaum jemanden, der sich etwas völlig Neues ausdenken kann. Aber es gibt eben Elemente des Ausgedachten, die dazukommen. Und das Besondere ist eben, es richtet sich nicht mehr an diesen einen Menschen, an bestimmte Leute, sondern an die Allgemeinheit. Jeder, der zum Beispiel ein Liebesgedicht liest, kann möglicherweise damit anfangen. Er darf und er sollte was damit anfangen. Und es geht dabei nicht um eine sachliche Realität, sondern es geht darum, es geht vor allen Dingen nicht hier, ich glaube, wir wollten da was ganz anderes sagen hier, es geht vor allen Dingen nicht in erster Linie um Interpretation. In der Schule hat sie eine besondere Bedeutung, darauf gehen wir auch noch mal ein. Aber normalerweise haben fiktionale literarische Texte nicht die Funktion, dass man sie interpretiert, sondern man versetzt sich hinein, man fängt damit was an, denkt sie vielleicht weiter.
Und jetzt haben wir uns einfach ein kleines Liebesgedicht ausgedacht. Da geht es nicht darum, ob das besonders anspruchsvoll ist. Es soll nur zeigen, dass dies nicht mehr eine besondere, einmalige Situation ist. Das könnte so heißen: zu schnell beim Sprechen, zu langsam beim Denken, schon ist es da, das Missverständnis. Da hilft nur schnelle Entschuldigung und langsame Wiederannäherung. Ja, das ist also ein Text, ne, der etwas Grundsätzliches anspricht. Und Leute, die in der entsprechenden Situation sind, können sich vielleicht damit so ein bisschen trösten, sich auch einen Tipp geben lassen, was auch immer entsprechend. Gut, damit am Ende auch das verbindlich im Gedächtnis bleibt, haben wir uns hier fünf Sachen einfach ausgedacht, beziehungsweise hier zusammengestellt. Fiktionale oder literarische Texte sind ausgedachte, spielerische Texte. Spiel heißt nicht, dass es nicht sehr ernst gemeint sein kann. Wenn jemand zum Beispiel ein Liebesgedicht schreibt und gerade seine Liebe verloren hat, dann ist das spielerisch nur im Sinne, weil er damit selbst etwas machen kann. Er gestaltet das. Und vor allen Dingen damit verbunden sind auch keine Verpflichtungen. Darum ist die Frage nach dem Autor auch erstmal nicht ganz so wichtig, ne? Dagegen ein Ich liebe dich, ne, hat in einer SMS, in einem Sachtext natürlich eine viel größere Bedeutung als in einem fiktionalen, ausgedachten Text. Das heißt auch, der Autor, der überlässt den Text, den literarischen Text, den fiktionalen Text, sich selbst und den Lesern. Und darum äußern sich Autoren auch sehr ungern über literarische, fiktionale Texte, weil das der Leser eigentlich machen soll. Die Leser müssen aber nicht interpretieren, haben wir eben schon gesagt, heben wir nochmal hervor, sondern können den Text auf sich wirken lassen und vielleicht was damit anfangen, zum Beispiel bei einem Gedicht oder auch einem Song, meinetwegen, der ja auch eigentlich ein Gedicht ist, da kann man sich ein bisschen trösten, in gute Stimmung versetzen lassen. Das alles können diese fiktionalen Texte leisten. Sachtexte dagegen, wie gesagt, haben eine ganz andere Funktion, stehen in einem ganz klaren Sachverhalt. Okay, wie immer, hier haben wir die Dokumentation zum Video abgelegt, ne? Die legen das Ganze auch hier noch wie immer in die Infos entsprechend rein, muss man sich nicht abschreiben. Und wir da eventuell auch Aktualisierungen, Korrektur von Fehlern. Wir haben ja gesagt, wir sind nicht fehlerlos, wir sind nicht so verbindlich, sondern verbindlich einfach nur, dass wir versuchen, eine Verbindung herzustellen, wie wir es oben ja auch gezeigt haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr damit was anfangen könnt, dann könnt ihr unseren Kanal schnell durchblicken, auch abonnieren, denn wir wollen von dieser Art und möglichst noch besser noch eine ganze Menge Videos machen und wünschen euch viel Erfolg.